Ecki Stieg und ich kennen uns schon seit Ende der 80er Jahre. Da haben wir zusammen bei FFN gearbeitet. Und so habe ich Mr. Grenzwelle kennengelernt. Schlank, lange schwarze Haare, schwarzer Hut, schwarze Kluft. Erschreckt habe ich mich dann, als ich ihn bei einem ehemaligen Treffen Mitte 2000 wiedergesehen habe. Rund 60 Kilo schwerer und aufgedunsen. Was war passiert? Wie ich in dem Buch beschreibe, ist das eigentlich bei mir ein schleichender Prozess gewesen. Ich habe eigentlich nie getrunken, weil ich mich schlecht gefühlt habe oder weil ich traurig bin, sondern weil es für mich so eine Art kreativer Schmierstoff war. Und das hat eine Zeit lang wirklich sehr gut funktioniert, aber irgendwann ist es auch einfach gekippt. Und dieser Zeitpunkt, wo es kippt, den merkt man als Künstler oder kreativer Mensch erstmal nicht. Aber seine Umgebung merkte es natürlich. Man kriegt dann irgendwie ein Feedback, dass man nicht mehr so spritzig brillant ist, wie man das früher mal war. Und man ist dann selber so umnebelt, dass man eher denkt, die anderen kapieren nicht, wie genial man ist. Und dabei ist man einfach nur schlecht. Und ja, bis man selbst realisiert, dass man wirklich ein Problem hat, gerade weil der Alkohol jahrelang ein Erfolgsrezept war, das hat dann wirklich noch ein paar Jahre gedauert. Und so brachte ihn schließlich weniger die Einsicht als die eintretende Zuckerkrankheit mit ihren Begleiterscheinungen in die Klinik. Und dann habe ich mich selber einliefern lassen und dort wurde natürlich meine Alkoholkrankheit gleich entdeckt und dort wurde mir auch vorgeschlagen, einen ja, kontrollierten Entzug zu machen. Dann kam die Wandlung so langsam in Gang. Also wie gesagt, es hat noch eine ganze Weile gedauert, bis ich mich dann wirklich entschlossen habe, eine Therapie zu machen. Aber ich denke mal, wenn ich das damals nicht gemacht hätte, dann würden wir heute nicht mehr miteinander sprechen. Mein Arzt hat damals den klassischen Satz gesagt, ja, Sie müssen sich jetzt entscheiden, vielleicht haben Sie noch 30 Jahre oder 3 Monate. Und die 30 Jahre, wer weiß, wozu man die nochmal braucht. Das leuchtete ihm ein, hat den Anschub gegeben, geholfen hat ihm aber auch das Coming Out. Ich habe das relativ früh ja auch irgendwie öffentlich gemacht. Das ist ein Rat, den ich nicht jedem geben kann, weil, wie gesagt, jeder Mensch ist anders und jeder Alkoholiker ist auch anders, ob er sich outen möchte oder nicht. Für mich war das eine extrem große Hilfe, weil ich mich einfach nicht mehr verstecken musste. Mit seinem Artikel im Buch will Ecki Stieg aber keine Nabelschau betreiben, sondern Mut machen. Wie alle anderen Autoren auch, die ihre verschiedenen psychischen Belastungen aus erster Hand beschreiben und damit auch Angehörigen eine Hilfestellung geben können. Gerade jetzt in diesen Pandemiezeiten, die Probleme der Betroffenen enorm verstärken, so Stieg. Wenn ich noch trinken würde, wäre Homeoffice für mich das absolute Paradies, weil niemand würde merken, welche Flasche Wein oder Wodka unter dem Tisch stehen hätte. Ich würde einfach funktionieren und ich müsste nicht mehr mit dem Auto raus, also hätte diese ganzen Probleme nicht. Und gleichzeitig ist das Therapieangebot natürlich deutlich reduziert, weil zum Beispiel bei den anonymen Alkoholikern, die können sich nicht mehr so treffen, wie sie es sonst konnten, also höchstens mal im ganz kleinen Rahmen, wenn überhaupt. Und ich denke mal, wenn diese ganze Krise vorbei ist, dann werden wir leider in der Beziehung noch einige andere Probleme haben, die dann massiv auf uns zukommen. Ich denke mal, dass diejenigen, die ein latentes Alkoholproblem hatten bis jetzt, da richtig volles Rohr reinschlittern könnten. Und das ist irgendwie nicht gut. Gut für den inzwischen seit 2012 trockenen Alkoholiker Ecki Stieg, dass er seinerzeit eine Therapie angetreten hat. Die habe ihm enorm geholfen, weiß er heute. Genau, man muss sich erstmal nicht verstecken, weil jeder ist da wegen desselben Problems und da fällt schon mal viel Scham und Schuldgefühl weg und ein guter Therapeut vermittelt dir das auch nicht. Der spricht auch nie im Imperativ mit dir, sondern sagt irgendwie, ja guck mal, das ist ein Weg, den könntest du gehen, probier das einfach mal aus und letztendlich musst du diesen Weg irgendwie selber gehen. Und ich kenne viele trockene Alkoholiker, die wirklich seit 20, 30 Jahren trocken sind, aber mir heute noch sagen, es vergeht kein Tag, an dem sie nicht an Alkohol denken, wo ich sagte, wie hältst du das aus? Ich könnte das nicht. Also es muss wirklich aus dem Kopf verschwinden und durch was anderes ersetzt werden. Und dafür ist eine Therapie extrem hilfreich. Und darum rate ich sogar trockene Alkoholikern, mach die noch nachträglich, weil dann bist du wirklich richtig einigermaßen auf der sicheren Seite.